Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe auf die Schlacht um Mittelerde, Aufstieg des Hexenkönigs Ringkrieg. Yes! So. Und letztes Mal habe ich uns eine Schlacht übrig gelassen, so wie es scheint. Mehrere sogar, da. Ja, Rudau und Karok. Da springen wir jetzt auch gleich rein. Ich glaube aber, ich kämpfe erstmal gegen die Zwerge. Es wird zwar nicht einfach, aber naja, mal schauen. Das sind eine Menge Lanzenträger. Das ist natürlich doof, aber machst du nix. Ah. Naja, mal schauen. Wird schon irgendwie werden. Ne? Mal schauen. Sind die ausgerüstet? Nein, das ist schon mal ein bisschen schade. Ja, wie wäre es, wenn er mal da rauskommt? So. Okay, erstmal bringen wir uns in Formation. Dann machen wir den ganzen Mist. Schönes Ding. Warge, die können wir vernichten. Die Spinnen, genau. Und los geht's, Gold einsammeln. Da sind sie. Oh, mit Ausrüstung. Ach du Heilige. Schnell, schnell, schnell. Es muss alles vernichtet werden. Dann die zerstören. Ich will gar keine Festung bauen, weil der hat Katapulte und das ist extrem nervig. Aber ich kann mal ein paar Leute abkommandieren. Die Trolle am besten. Um da Zeugs kaputt zu machen. Zumindest kann ich es probieren. Da können wir drüber rennen. Und dann hier angreifen gehen. Dann bauen wir hier noch ein bisschen. Da noch ein Tunnel irgendwo hin. Gibt's doch nicht. So, und dann nichts hier runter. Und der Held, der kann hier so ein bisschen Stress machen. Wow, 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 wow. Genau das sollte nicht passieren. Dass ich hier nämlich meine ganzen Leute verliere. Ist nicht gut. Oh, hat der viele ausgerüstete. Oh oh. Orkhöhle. Oh meine Güte. Laufen, 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 laufen. Das sieht schon mal nicht gut aus. Nee, es sieht wirklich nicht gut aus. Aber irgendwo da oben muss der Gegner sein. Das. Ja, nee, mach. So. Das sieht nicht sehr gut aus. Leider. Viel Schaden macht der auch nicht. Naja. Wenn sie das zerstören könnten, diese eine Formation, aber es sieht einfach sehr schlecht aus. So. Renn. Oh mein Gott. Die KI, die macht es. Die macht es sehr schön. Wunderschön macht sie das. Voll auf die Baumeister. Immer drauf. Die Reiter bringen hier so halt ziemlich wenig, ne? Aber es ist noch nicht ganz verloren.
Wenn ich den Baumeister, wenn ich die Baumeister töte. Oh mein Gott, wie viele sind denn das? Ich darf halt nicht aufhören, hier das Zeug kaputt zu machen. Ah! Oh mein Gott, nee, das läuft nicht. Keine Chance! Das verliere ich. Uah, falsch, falsch, das hätte ich beinahe einen Riesenfehler gemacht, ja. Nee, keine Chance. Der hatte nun mal ausgerüstete Einheiten und ich nicht. Und der Azog ist einfach kein wirklich guter Held. Ist leider so. Okay. Da muss ich das hier noch probieren gegen gleich 4 Einheiten. Aber da habe ich Kankra. Die Helden sind okay. Geht so. Der Eomer nervt ein bisschen. Der war halt überflüssig. Ne? Der hat zwar keine Armeen dabei, aber nervt. Und Trantulio ist stark. Prinz Brandt ist nicht schwach. Alles nicht so geil hier. Na, mal gucken. Gegen 4 Leute ist halt auf der Karte auch ein bisschen kritisch. Auch wenn man Kankra hat. Die ist zwar gegen Helden mit dem Giftstachel, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber insgesamt, so. Diesmal baue ich hier eine Festung. Weil das habe ich letztens nämlich nicht gemacht. Oder zu spät. Und dann, das war furchtbar. So, Kankra, geh mal vorwärts. Giftstaffel gibt es erst ab 6. Und Tunnel. Naja, okay. Dann die Brandbomben. Ausgerüstet ist hier nichts. Uns kann niemand aufhalten. Noch ein Gebäude hat mich gefaulet. So, ich weiß ja, dass die Gegner von oben meistens kommen. Haltet eure Messer bereit. Meistens. Deswegen schicke ich jetzt die meisten Truppen da oben an diese Furt hin hier. Um das zu verteidigen. Das sollte funktionieren, weil wenn ich wieder unten rumgehe und wieder oben rum angegriffen werde, dann verliere ich bloß wieder auf ganzer Linie. Das braucht's auch nicht. Und mit den Leuten versuche ich hier unten das Zeug einzunehmen. Normalerweise würde ich erst den Vorposten einnehmen, aber ich denke dieses Mal, vor allem wenn ich auf Balrog und Drache spiele, ist es besser, wenn ich versuche das Leuchtfeuer zuerst zu holen. Und da sind sie auch schon. So, schön, schön abknallen. Okay, Baumeister. Leuchtfeuer einnehmen. Habt's das? Dann zurück in Formation. Ah, hier wurde ein Upgrade gekauft, okay. Warte, weißt du was, Kankra? Du kannst hier das Zeug angreifen. Das ist okay, das darfst du tun. Der Schaden ist nämlich ganz okay. Dann holen wir uns noch den Vorposten. Oh wow. Okay, die haben noch eine Arwen dabei. Das wusste ich gar nicht. Was soll denn der Mist? Ja klar, Siedel bei mir. Wieso nicht? Okay. Angreifen. Oh, das macht guten Schaden. Und das ist eine Stufe 2 Bogenschützeneinheit. Leider überlebt es der Halde derzeit. Aber nicht mehr lange. So. Sie haben Katapulte. Schaffen wir das? Nee. Das schaffen wir nicht. Bogenschützen zurück. Ich brauche ich nachher noch. Oh Mann, der Schaden ist echt enorm. Pass mal auf, ihr greift da an. Und ihr schaut zwar, ob ihr nicht das Katapult wegbekommt. Dann bauen wir jetzt hier eine Orkgrube. Und dann baue ich noch einen Baumeister. Und da ist der Haldir, der muss weg. Der End muss weg. Die Arwen, die können wir vergiften. Da bauen wir unten weiter. Ah, wir haben Baumeister bekommen, das ist sehr schön. Zack, zack. Das müsste helfen. Sehr schön, die wird auch gleich eingeweiht. Dann bauen wir noch eine Höhle. Die Kankra ist da noch am werkeln. Okay, ich dachte, das wäre ein Katapult, waren aber nur Ends. Die sind relativ schnell gefallen. Glücklicherweise. Dann bauen wir da unten. Und
ja, die Kankra, die geht dann einfach so ein bisschen rumpatrouillieren. Versucht hier ein paar Leute wegzuhauen. Saurons Mund. Geht auch mal ein bisschen weiter hier, damit wir mehr angreifen können. Bauen wir hier nochmal. So, Kankra greift an. Dann machen wir ein bisschen Furcht. Und dann können wir da drüber rennen. Theoretisch. Genau. Habe ich hier irgendwo Orks? Ja, vergiftet mal die Arwen. Dann baue ich jetzt hier einen Turm und ein Spinnenloch. Weil so schlecht sind diese Erweiterungen gar nicht für die Festung. Wer weiß, wofür man es brauchen kann. Oh ja, nee, mach lieber das Sägewerk und das Dings da kaputt. Ja, wusste ich's. Ich kann's gebrauchen. Da steht der Baumeister ein bisschen dämlich. Geh mal lieber in Deckung. Dann bauen wir noch einen Turm. Bilden nochmal aus. Ja. Dann retten wir den mal lieber. Indem man da hochbringt. Dann können wir hier noch Spinnen bauen und eine Kluft. Wie sieht's jetzt hier aus? Habe ich hier noch irgendwelche Einheiten? Ja. Kankra, komm mal bitte zurück. Ich brauche deine Hilfe. Das sieht nämlich gerade sehr schlecht aus. Nochmal ein Spinnenteil bauen. Ich würde gern noch eine Turmerweiterung, aber die kann ich mir gerade nicht leisten. Jetzt aber. Unbedingt die Axtwerfer. Ne, warte. Die Hobbits, die sind am schlimmsten. So, ihr verliert eure Führerschaftsboni. Solange sie auf die kleinen Spinnen eindreschen, ist alles in Ordnung. Okay. Ja, drüber gelaufen, das ist schön, aber ein bisschen mehr Gift wäre noch ganz gut. Auf Prinz Brand mache ich jetzt kein Gift mit den Bogenschützen, weil ich dafür Kankra hatte. Theoretisch schon lange hätte da sein müssen. Und ja, die zerstören hier eine Mine nach der anderen. Es sind halt so viele Gegner. Ne? So. Kankra, rette dich mal. Oh ja, das tat weh. Und jetzt kannst du da eigentlich nur mit drüber rennen. Was haben wir hier jetzt? Ein Gang. Was soll das denn jetzt? Kankra ist gefallen, das ist nicht gut. Ich kann aber noch eine Spinnenerweiterung bauen. Okay, dann greift es da unten mal an. Wo haben wir denn noch Gänge? Da unten wurde mir alles zerstört. Das ist natürlich teuer. Extrem teuer und extrem nervig. Aber da kann es nichts ändern. Die Orks müssen unbedingt die Hobbits zerstören. Das ist ganz wichtig. Ja, nee, die zerstören hier alles. Okay, ich baue jetzt trotzdem noch einen Turm. Nochmal Halbtrolle. Dann greifen wir da nochmal an. Nochmal Spinnen. Ich muss halt jetzt wirklich ausbilden, was geht. Oh Gott, jetzt kommen halt dann bald die Katapulte. Ich habe doch die Chance, die geringe Chance, dass ich lang genug überlebe, um da oben oder da unten, das weiß ich noch gar nicht, das ist schon das nächste Problem, den Balrog und den Drachen zu rufen. Doch nicht alle dem hinterher. Kommt. Greift's da mal an und dann runter. Einer von denen kann doch mit Sicherheit, ja also. Ausgerechnet die Elben haben das Gasthaus eingenommen. Das hätte ich zerstören sollen mit Kankra, als ich noch konnte. Aber vielleicht kann ich sie neu ausbilden. Ich könnte, wenn ich mehr Gänge hätte. Dann bauen wir mal neue Gänge. Ja. Ja. Ja, danke. Mist. Hört's doch auf mit diesem Baumeisterzeugs. Hier, die Spinnen können da angreifen. Dann können wir den Spinnenmist hier erweitern. Und dann rennen wir jetzt einfach darüber. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, Feuer, Öl.
Okay, zwei Baumeister haben es durchgeschafft. Dann bauen wir 9, ich habe das Geld gerade. Fledermaus-Erweiterung, da sehe ich was. Denn auch Information kann der Schlüssel zum Sieg sein. Ich kann gleich die Dunkelheit casten, das sollte mir helfen. Ein bisschen Gift. Das ist sehr schön. Aber ich hätte gern die Kankra wieder ausgebildet, aber ich töte gerade nicht genug Leute. Ich muss unbedingt mehr ausbilden, habe ich das Gefühl. Oh ja. Der Gegner hat halt doch eine ganze Menge Zeug. Ein Sägewerk. Das lohnt sich hier leider gerade nicht. So, Dunkelheit. Naja, ich weiß nicht. Reiter, Wölfe. Auf jeden Fall die Baumeister retten. Naja, und dann weiß ich nicht. Halbtrolle und Spinnen. So, Bogenschützen sind bereit. Die könnten mal hier drauf casten. Und hier drauf. So, ich bilde einen Haufen Spinnen aus. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Was macht er denn da? Ihr sollt die vergiften. Kann doch nicht so schwer sein. Nein, das sind zu viele Gegner. Ich fürchte, es sind zu viele Gegner. Aber ich will noch nicht aufgeben, weil ich kurz davor bin. Ja, ich bin nämlich kurz... Ah, das hätte ich mir... Verdammt. Es war dämlich. Na, 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 schön weiter drüber rennen. Immer schön drüber rennen. Und da nochmal drüber rennen, genau. Jetzt komm schon, Kankra. So. Ja, sie sind halt jetzt schon da hinten und zerstören mir mein ganzes Einkommen. Ich habe noch ein paar Gänge, aber gut sieht's nicht aus. Ja, die breiten sich überall aus. Ja, ist noch nicht gut, aber noch nicht verloren. Mit ein bisschen Glück geht da was. Und ich krieg gleich die Kankra wieder, die sollte mir auch helfen. So. Unbedingt die Hobbits töten. Unbedingt die Hobbits, weil die haben mitunter den einfach den größten Schadensoutput. Schon wieder ein Gang mitten bei mir. Was soll das denn? So, dann tötet die mal. Oh, schön neue Spinnen. Ah, Katapulte. Jetzt wird's eklig. Mit Katapulten wird's eklig. Ah, ausgerechnet Katapulte. Das Problem ist, die Orks machen einfach nicht genug Schaden an dem Katapult. Da, das ist witzlos. Da ist kaum Schaden. Aber sobald ich krank war, wird es wieder ein Stück besser. Glaube ich mal. Ah, mit Gollum kann ich jetzt aber gerade nichts machen. Okay, ich gebe aber noch nicht auf. Noch habe ich... Da ist Kankra. Jetzt. Weg mit dem Mist. Komm schon. Und ein bisschen Furcht auslösen. Gleich kann ich den Balrog beschwören. Und darauf warte ich auch nur. Was ist denn los, Kankra? Gott, ist die schwach. Aber ich habe jetzt hier einen Balrog und einen Drachen. So. Der Drache greift das an, dann das, dann das. Peitschenhieb. Zack. Zack. Dann Feuerspein. Noch hält. Oh Gott, die haben die Geisterarmee. Oh nee, 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 nee. Das sieht ja furchtbar aus. Der Balrog ist schon gestorben. Ach nee, vergiss es. Keine Chance. Ach Mist. Das schaut echt böse aus. Vor allem, wenn sie jetzt mit Geisterarmee und so weiter anrücken, dann aber hallo. Das macht's echt nicht einfach. Verdammt. Das sieht nicht gut für mich aus. Das sieht gar nicht gut für mich aus. Gut, ich habe da nur angegriffen, aber trotzdem, das sieht nicht gut für mich aus.
Scheibenkleister. Das ist furchtbar. Das ist echt schlimm.